Ja, wir sind hier nochmal live heute zum zweiten Mal, morgens und abends, so wie sich das gehört für Ostern, Ja. oder? Ja, ich bin hier mit der wunderbaren Miriam und wir haben euch noch so viel zu erzählen, um einfach mal wieder darzulegen, was alles möglich ist an Veränderungen und an Transformation, wenn man den richtigen Weg geht, wenn man den Weg zu sich selber geht und nicht versucht, den Weg zum SP zu gehen, den Weg zum Geld zu gehen, irgendwohin im Außen hinzugehen, wenn man begriffen hat, ich muss da nirgendwo hin. Und ja, Miriam, wann hast du deine Entscheidung getroffen, dass es jetzt Schluss ist, im Draußen suchen zu gehen? Wie lange ist es jetzt her? Also ich habe angefangen, im draußen suchen zu gehen vor 7 Jahren. Und letztes Jahr im August habe ich dann wirklich beschlossen, jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen, jetzt wird richtig aufgeräumt. Und dann bin ich bei dir in Rising Up eingestiegen. Im August letzten Jahres war das, hä? Ende August. Ja, Anfang Wenn du jetzt mal September. ganz kurz zusammenfassen müsstest, einfach mal so fünf Milestones, einfach nur fünf. Fünf ist ja schon viel, aber machen wir mal fünf. Was ist alles passiert, wenn du sagen müsstest, okay, das ist passiert, das? Was Also war der allererste Meilenstein war raus aus der Depression. Das war für mich allererste Meilenstein, wieder Lebensmut zu fassen, weil ich hatte davor überhaupt gar keinen Lebensmut mehr. Der zweite Meilenstein war dann auch finanziell aufzuräumen, wieder auf die Beine zu Warte kommen. mal, da fällt mir noch was ein. Du warst ja auch Ja. noch krank deswegen, Ja. körperlich. Ich war im kompletten Burnout. Ja. Das kam ja auch noch dazu, raus da, auch noch zusätzlich, oder? Ja, da auch noch raus, ja. Die körperlichen Also Schmerzen. körperliche Depression und mentale Depression, so, ja. Ja, also Genau. die beiden konnte ich ablegen, die Schmerzen konnte ich ablegen. Dann finanziell aufzuräumen, das war dann der dritte Meilenstein. Da wieder mehr Stabilität reinzukriegen. Es war natürlich noch nicht so, wie ich es wirklich haben wollte, aber es war schon wieder wesentlich besser. Also ich hatte wieder Luft, ich war wieder über Wasser und konnte wieder klar, finanziell wieder klar sehen. Also das war auch so ein Riesenmeilenstein. Dann natürlich, dass ich rausgegangen bin mit meinem YouTube-Kanal. Das war dann der vierte große Wie Meilenstein. viele Abonnenten hast du jetzt mittlerweile? Genius Outbreak heißt es übrigens. Ich glaube 200 an die 60 irgendwie so. Ja. Ja, da hast du auch schon einen ganz schön geilen Fanclub aufgebaut, sozusagen, ja, von den Ja. Leuten, die du ermutigst, eben für sich zu gehen. Es ist ja wirklich nur das, einfach mal zu sagen, so, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich die Number One in meinem Leben und jetzt kümmere ich mich um mich. Und zwar so gut, wie ich es noch nie vorher getan habe. Das ist eigentlich das Wichtigste, oder? Dass ich da wirklich in meine Kraft komme und mich erstmal wirklich Vollgas um mich kümmere. Und ich meine, du warst ja damals noch angestellt, das hast du ja jetzt auch aufgelöst, dass du jetzt bist selbstständig, hast dein eigenes Business. Den ungeliebten Job konntest du verlassen. Das war ja natürlich auch überhaupt nicht einfach. Ja. Das war auch eine sehr intensive Zeit. Also diesen Weg zu gehen, es mir einzugestehen, dass da, wo ich war, ich überhaupt gar nicht mehr sein wollte. Natürlich war es sicher, ich hatte wirklich ein gutes Gehalt und ich wusste, es kommt jeden Monat ganz pünktlich. Und diese Sicherheit im Außen aufzugeben, das hat mich schon, ja, da sind einige Widerstände und Blockaden aufgetaucht und die durfte ich dann auch für mich angehen und wirklich auch lösen. Ich meine, irgendwann mal musstest du dir ja auch eingestehen, dass nicht der Job dich krank gemacht hat, sondern dass es dich krank gemacht hat, dass du dich gezwungen hast, jemand anders zu sein, als du wirklich bist.
Das hat mich wirklich krank gemacht. Also Was wirklich. hat dich krank gemacht? Diese komplette Selbstverleugnung, um Geld zu verdienen, um einen Job auszufüllen. Und da war kein Platz für dich. Nein, da war auf jeden Fall keine Erfüllung. Es war wohl Sicherheit, aber keine Erfüllung. Und Freiheit war es schon überhaupt nicht. Ich war wirklich gefangen in diesem Job. Also ich habe mich zumindest gefangen gefühlt. Das war, ja, für Ich mich. meine, das ist natürlich auch eine re ganz rigide Geschichte gewesen, wo du da angestellt warst. Ja, da, das war stark geregelt. Da war ja, da ist kein Platz für Selbstentfaltung gewesen. Und da ging es darum zu funktionieren und das zu tun, was man dir gesagt hat. Ja, da war für Eigeninitiative, für Kreativität überhaupt gar kein Platz. Und ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und das hat mich so gefangen, dass ich mich da wirklich hingezwungen habe, jeden Tag halt einfach nur um dieses Gehalt zum Schluss vom Monat zu haben. Und das hat mich jeden Tag unglücklicher und unzufriedener gemacht, bis ich wirklich irgendwann so frustriert war, weil ich gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich eine Entscheidung für mich treffen und dann bin ich auch wirklich den Weg gegangen in die Selbstständigkeit, ja. Ja, aber was so groß und was so stark war auch, ja, war, dass du tatsächlich gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt gesund. Ich lasse meine Rückenschmerzen los. Ich bin jetzt in meiner Stärke und in meiner Kraft und ich bin auch so stark, dass ich wieder zurück in meine Arbeit gehen kann und dass ich das anständig zu Ende bringe. Und das war, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, dass du dir erlaubt hast, bedingungslos auch dort in deiner Kraft zu sein, ja, dass du auch gesagt hast, nee, ich lasse mich nicht kaputt machen, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich kann das managen. Ja, das muss man auch wirklich dazu sagen, weil ich habe auch schon einige bei mir im Coaching gehabt, die dann wirklich sich in den Krankenstand geflüchtet haben und da fast nicht mehr rausgekommen sind vor lauter Angst, was dann im Leben auf sie wartet. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, dass ich weiß, ich kann nicht flüchten. Ich kann nur die werden, die das total gut managen kann. Ich kann die werden, auf die ich mich verlassen kann. Ich kann die werden, die auch dort in der ungeliebten Arbeit für mich sorgt. Und da bist du hundertprozentig für dich eingestanden und es wäre nicht anders gegangen. Und ich glaube, das muss man auch mal ganz, ganz klar hier sagen, ja, weil viele Leute was verändern wollen und sie meinen, sie könnten flüchten in was Neues und einfach das andere, ja, verlassen über Krankheit oder oder Arbeitsunfähigkeit. Es scheint ein recht einfacher Weg zu sein, aber letztendlich ist er nicht ermächtigend. Nein. Und du begegnest dir ja immer wieder. Du nimmst dich ja mit. Du bist ja keine andere. Und das kreiert sich dann früher oder später auf der neuen Arbeit dann genauso wieder. Und deswegen, ich wusste ganz genau, das bringt mir nichts. Ich muss das jetzt hier zu Ende bringen, ordentlich für mich, im Respekt für jeden. Und dann gehst du sauber da raus und gehst deinen eigenen Weg, weil ich wollte ja auch nicht den Respekt vor mir selbst verlieren. Das wäre nämlich für mich so eine Sache gewesen, mich dann zu flüchten, dann hätte ich mich nicht mehr respektieren können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das Ich auch. meine, es hört sich jetzt böse an, aber man muss tatsächlich zugeben, Krankheit ist eine Flucht. Man weiß das nicht, das ist nicht be bewusst, ja, das ist ein Mechanismus. Wenn ich mir selber nicht eingestehe, was anderes zu wollen für mich, aber so, so stark unbedingt das nicht mehr will, was ich jetzt habe, was ich lebe, und das ist ja nicht nur beruflich, das ist auch beziehungstechnisch, das ist ja egal, was ich da lebe in meinem Leben, wenn ich da nicht mehr sein will, dann hilft mir mein Körper. Der macht es mit. Ich kann das nicht. Das ist zu schwer, das ist zu anstrengend, das ist zu stressig, das tut mich zu sehr unterdrücken. Wenn ich das meinem Körper sage, dann sagt er, klar, glaube ich dir. Glaube ich dir. Das tut weh. Es tut weh
Oder das war ja eigentlich so das Klassische auch für viele, die dann wirklich Rückenschmerzen haben und solche Geschichten. Warum hat irgendwie gefühlt 90% der Menschheit Rückenschmerzen? Da muss man nicht irgendwie 100.000 Herkünfte suchen in Büchern von Rüdiger Dahlke und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz einfach. Ich kann nicht gehen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gefangen. Ich bin unterdrückt. Ich bin eingesperrt. Das heißt es. Und das tut mir weh. Und bei mir war es ja hier wirklich oben im Nacken. Also diese ganze Last hat ja darauf gelegen und da hat es auch richtig wehgetan. Also das war wirklich, dieser ganze Nacken-Schultern-Bereich, das war ja komplett zu. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Und unter dieser Last konntest du dich nicht mehr bewegen. Nein, mein Körper wollte morgens nicht mehr aufstehen. Ging gar nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Und wenn man Baumüde. jetzt mal ganz ehrlich war, welche Last hat so schwer gedrückt? Eine ganz, ganz große Last war mein Mutterthema. Unglaublich große Last. Da war ganz, ganz viel Wut, ganz viel Groll, ganz viel Schwere, ganz viel Leid. Und ich wollte das lange nicht sehen. Ganz, ganz lange wollte ich das nicht sehen. Und erst als ich das wirklich loslassen konnte und für mich auflösen konnte, da waren die Schmerzen auf einmal auch weg. Und es war die Last, die dir aufgebürdet wurde, via Mutter, dass du so schlecht bist. Dass Ja. du nicht genügst, dass du nicht gut genug bist, dass an dir alles falsch ist, dass man dich nicht will, ich meine, das kriegen wir alle in die Wiege gelegt, die einen mehr, die anderen weniger. Und das glauben wir. Ich Das habe glauben wir, wenn wir so aufgezogen worden sind, erzogen worden sind, immer wieder mit dem eigenen Rückschluss, den wir übernommen haben, dass wir schlecht sind. Und es ist nicht so, dass eine Mutter das erstens mal wirklich absichtlich bewusst weitergibt. Und es ist auch nicht so, dass eine Mutter sich wirklich gut fühlt dabei. Ja, das muss man auch sagen. Weil ich ja immer das weitergebe an Ansichten und Überzeugungen, was man mir gegeben hat. Das ist ja, wir machen ja Staffellauf hier. Ja. Wir machen richtig Staffellauf. Oh, hallo Kind, du bist geboren hier. Es ist jetzt diese Staffel oder was weiß ich nicht was. Das ist das Päckchen. Das kannst du schön auspacken. Das ist deine Anleitung, wer du bist, wie schlecht du bist, wie ungenügend du bist. Und nimm dir das mal wirklich richtig zu Herzen in alle Zellen rein. Und dann Arrivederci, geh durchs Leben. Ja, und deswegen reden wir auch so offen hier drüber, weil es so wichtig ist, dass das jeder erkennt, dass es hier nicht irgendwie darum geht, dass wir gestraft sind oder dass wir Schuld haben, dass wir uns was zur Schulde kommen haben. Das habe ich ja früher auch gedacht, dass ich jetzt, weil ich so ein böser Mensch bin, weil ich so viel Böses getan habe, habe ich tatsächlich geglaubt, dass ich deswegen so viel Schmerzen haben muss. Und ich bin in der Dusche gelegen und habe um Erbarmen gefleht, gesagt, dass mir alles so leid tut und dass man mich doch bitte entschuldigen sollte und bitte, bitte verzeih mir und alles. So habe ich gebetet, weil ich so große, große, große Schmerzen hatte. Und es hat mich niemand erhört. Es hat mich niemand erhört. Ich glaube, es gibt keinen Gott. Es gibt kein Verzeihen. Und das gibt es nicht, solange man selbst nicht erkennt, dass man sein eigener Richter ist und dass man selbst die Person ist, die nicht verzeihen kann. Ja, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei mir war das früher dann so krass. Ich war so nachtragend. Und ich war dann auch noch stolz. Ich war dann noch stolz auf mein Elefantengehirn, dass ich so ein tolles Gehirn habe, dass ich nichts vergesse. Dass ich nichts vergesse, weil ich war ja so nachtragend, weil ich glaubte, dass man mir gegenüber so nachtragend ist und dass man mich deswegen so ablehnt und dass man mich deswegen straft, weil ich ja so schlecht war.
Und dann habe ich immer auf die Fehler geschaut und gewartet, bis andere Fehler gemacht haben, dass ich mit dem Finger auf sie zeigen konnte und ihnen sagen konnte, wie schlecht sie sind und das auch nie vergessen und jeder Fehler und nichts war zu verzeihen, weil man mir nie verziehen hat. Aber diese Bösartigkeit, die kenne ich auch, anderen dann richtig wehtun zu wollen, seinen Schmerz so anderen richtig überzustülpen, das hatte ich auch. Also wo ich gedacht habe, so, dir zeige ich es jetzt so richtig. Und das auch zu erkennen, sich das einzugestehen, dass man das getan hat, das ist auch nicht immer so ganz einfach, aber man muss da hinkommen, man muss da hingucken wollen. Wenn du das nicht tust, dann belügst du dich immer wieder selbst und dann kannst du nicht vorwärts kommen. Das blockiert dich vollkommen. Das ist so eine Barriere und da bleibst du immer wieder stehen und da musst du einfach einmal drüber und dann ist es einfach gut, sich das immer Ja, und einzugestehen. zu erkennen, dass ich eben, dass die Ursache allen Übels war, dass ich glaubte, dass ich so schlecht und so böse war. Dass ich so schlecht und so böse war, dass ich als diese Identität, diese Persönlichkeit durch die Welt gegangen bin und dann natürlich überall dieses Böse gesehen habe, weil ich es ja gesucht habe, weil ich ja das Böse in der Welt, das Böse in den Menschen immer wieder gesehen habe, um dann zu sagen, andere sind böse. Und das ist everyone is you pushed out. Das ist nun mal so. Du kannst nichts anderes in anderen Menschen sehen als dich selber. Das ist das Prinzip. Unser Leben ist so gemacht. Wir sind so machtvoll, dass wir uns überall an jeder Ecke sehen. Und solange wir uns noch als dieses Monster, als diese Bedrohung sehen, die wir ja scheinbar sind, das haben wir ja angenommen. Ich meine, das haben uns unsere Eltern, das hat uns die Gesellschaft gesagt, wie schlimm und wie schlecht und wie böse wir sind und wie bestraft wir gehören. Und dann läufst du so rum und denkst, ich bin so böse und hast vor allem immer Angst vor Strafe. Du hast immer Angst davor, Fehler zu machen, weil du ja so böse bist und weil du ja so schlecht bist. Und es ist dir aber nicht bewusst. Und etwas, was mir auch ganz oft gesagt worden ist, ist dieses, du bist so hart mit dir selbst. Und ich war auch sehr, sehr hart mit mir selbst, aber ich konnte nicht dahinter blicken, warum das so war. Und da musste ich wirklich jetzt tiefgreifend natürlich auch in Rising Up hingucken und mich auch führen lassen, weil sonst ich hätte das nicht gesehen. Ich wäre da immer Erstens meine kann man es Runden gelaufen. nicht sehen und zweitens mal will man es auch nicht sehen. Aber nicht, weil man zu blöd ist oder was weiß ich nicht was, sondern weil das gefährlich ist. Solange ich nicht weiß, wie es wirklich funktioniert und solange ich nicht weiß, wer ich wirklich, wirklich bin und wie dieses Leben hier funktioniert aus mir heraus, dass ich die einzige Kraft bin, traue ich mich nicht in die dunklen Ecken zu schauen, weil ich Angst habe, dass ich da eingenommen, überrollt werde und das, ja, Todesangst tatsächlich zum Schluss. Existenzangst, Todesangst, alles Angst. Das ist so. Und ich kann dann nur schauen aus meinem sicheren Hafen. Und das ist eben dieses Wichtige, dass ich wirklich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Mein göttliches Design, mein Soul Blueprint und warum das da ist und dass ich auch verstehe, warum ich dachte, ich wäre so scheiße und ich wäre so schlecht und ich bin nicht gut genug und warum ich so bedroht bin und warum mir niemand hilft, warum ich keine Unterstützung habe, warum ich so ausgeliefert bin. Dass das alles nur Überzeugungen und Annahmen sind, die ich übernommen habe, die mich aber nicht ausmachen. Die machen mich nicht aus, die machen niemanden aus. Wir sind alle so fantastisch, wir sind alle so perfekt und wir glauben alle immer noch, dass wir uns was zu Schulden haben kommen lassen, dass wir uns über was schämen müssen.
Und dass es an uns irgendetwas gibt, was wir verstecken müssen, was nie aufgedeckt werden dürfte. Das ist ein Gefühl. Ein Gefühl der Scham, des Versteckens, des sich nicht trauens. All diese Ängste, nicht seine Wahrheit zu sprechen, das ist ein Gefühl, das ist eine Überzeugung, die da ist, ich darf das nicht. Und wenn dann die Frage kommt, ja, warum darfst du das nicht? Da gibt es selten eine Antwort. Da gibt es selten eine Antwort. Warum darfst du das nicht machen? Warum darfst du das nicht wollen? Warum darfst du das nicht sagen? Warum darfst du das nicht für dich als möglich erachten? Frag dich das mal. Warum darfst du das nicht? Wenn du hier jetzt zuschaust in dem Video, warum darfst du die Dinge nicht tun, die du gerne machen wolltest? Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein riesengroßes Ding, dass ich nicht mal weiß, was ich gerne machen würde. Kannst du da auch noch was dazu sagen? Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich dir eingestehen konntest, was du wirklich, wirklich machen möchtest? 6 Monate. Krass, ja. Und ich weiß nämlich genau noch jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich dran, wo wir da versucht haben, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und rauszufinden, was dich wirklich begeistert und so weiter und so fort. Und dann hast du gesagt, ja, also wenn ich jetzt wählen könnte, was ich will, dann würde ich mich ans Meer setzen und einfach nur malen. Erinnerst du dich dran? Ja. Das war ziemlich am Anfang noch, ja. Kann ich mich gut erinnern, ja. Du kannst auswählen aus allem, was nur möglich ist. Was möchtest du? Dann hast du gesagt, ich möchte am Meer sitzen und einfach nur malen und meine Kreativität und meine Ruhe haben. Und das war dein Traum. Ja. Du wolltest nur deine Ruhe haben. Du wolltest nur, dass dich alle mal in Ruhe lassen, dass du zur Ruhe kommst und dass du etwas tun kannst, was dir Spaß macht. Und da ist dir nur in Sinn gekommen, zu malen. Da hast du dich noch dran erinnert. Malen macht mir Spaß. Und das war's. Da war kein Platz für mehr. Da war kein Platz. Und das ist so interessant, wenn du jetzt zurückschaust, ja, wie wenig du eigentlich wolltest. Ja. Also, aber allermeisten wolltest du einfach deine Ruhe haben. Ich wollte einfach nur, dass mich jeder mit so weg. Na, Dass sich so. alle in Ruhe lassen, dass sich keiner mehr quält, sozusagen in Ja. Anführungsstrichen, ja, dass keiner mehr irgendwie was von dir will, dass keiner mehr irgendwie dich quält. Du wolltest einfach nur deine Ruhe haben. Und das ist so wichtig, dass wir das hier sagen, weil das war bei mir genauso und bei ganz vielen anderen auch, wo es dann wirklich die Kacke am Dampfen ist und wo du einfach sagst, es ist mir eigentlich scheißegal, es ist mir alles scheißegal, lass mich einfach nur alle in Ruhe. Das reicht mir schon. Wenn ich nichts mehr machen muss, wenn ich mich nicht mehr quälen muss, ich will eigentlich gar nichts anderes von diesem Leben, als dass mich alle in Ruhe lassen. Und das ist eigentlich so dieser Burnout-Modus, oder? Das ist dann bin ich wirklich outgeburnt. Dann sage ich, leck mich am Arsch. Wenn ich schon leben muss und ich sterben kann, dann will ich einfach nur eins, dass mich alle in Ruhe lassen. Und das Ding ist ja, dazu sind wir gar nicht hier. Aber das Coole ist ja, du wusstest, Kreativität ist deins. Aber du dachtest, es wäre ja nur Malen. Du dachtest, du wärst kreativ im Bereich Malen. Und auch da erinnere ich mich auch immer wieder, da haben mir mal Leute gesagt, ja, bist denn du nicht kreativ, Patricia? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin sportlich. Ich bin sportlich, ich bin nicht kreativ. Ich hab keine kreative Ader. Nicht ahnend, oder dass wir kreative Wesen sind, dass wir Schöpfer sind, dass wir alle so krass kreativ sind. Dass jeder Gedanke, jede Vorstellung von uns kreiert. Und
Wir denken, malen ist kreativ oder irgendwie, was weiß ich, irgendwas basteln, jetzt gerade zu Ostern Eier anmalen, ja, das ist meine kreative Ader. Die habe ich jetzt mal wieder ausgelebt. So. Du bist ein kreatives Wesen, komplett. Ja. Du machst nichts anderes, du kreierst, du manifestierst. Alles, was du bist, wird zu einer Form, wird zu etwas. Und sich das mal bewusst zu machen. Und jetzt aus heutigem Standpunkt, um den Loop fertig zu machen, wo liegen jetzt überall deine kreativen Stärken und wie viel verbringst du am Tag mit Malen? Ziemlich wenig, bis gar nicht im Moment. Also ja, ich habe mein Business kreiert, meine Webseite kreiert. Ich liebe es, meine Reels, meine Posts zu kreieren, meine Videos zu kreieren, Gespräche mit Menschen zu kreieren. Und jetzt bin ich auf dem Weg, mein altes Leben vollkommen zu verlassen, mein neues Leben vollkommen neu zu kreieren. Und ja, es ist Ein immer Block was und zu tun. Stifte würde da nicht ausreichen, oder? Nein, definitiv nicht. Ja. Und das ist es. Das wollen wir alle machen. Das wollen wir und wir erlauben es uns nicht. Wir erlauben es uns nicht, weil wir glauben, es reicht nicht, wir sind nicht gut genug. Und ja. Und was jetzt das Interessanteste ist, da habe ich heute Morgen auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen in dem Video, dass es um Beziehungen und dass es um Geld eigentlich immer geht. Das sind unsere größten Schmerzpunkte. Und der Körper. Ja, der Körper, Beziehungen, Liebesbeziehungen, unerfüllte Liebe, unerfülltes Geld. Und unerfüllte Gesundheit. Ja, wenn diese drei Dinge, diese drei Bereiche in unserem Leben, wenn einer davon nicht erfüllt ist, dann fangen wir an zu leiden, dann kriegen wir Schmerzen. Manche sind tragbar und irgendwann mal kommt ein Schmerz, der ist nicht mehr tragbar. Und dann kommen natürlich die anderen Schmerzen dazu. Ja. Und ich meine, dein Ursprungsschmerz, also bevor du ja diese Nackenschmerzen, Rückenschmerzen hattest, war ja der Herzschmerz, oder? Der Herzschmerz war der große Schmerz. Der war der Ursprungsschmerz. Ganz, ganz großer Liebeskummer, ja. Und was zeigt uns Liebeskummer? Was zeigt uns das? Warum haben wir immer so Liebeskummer? Warum? Was bedeutet das für uns? Was heißt Liebeskummer? Liebeskummer ist immer, ich bin nicht in einer liebevollen Beziehung zu mir selbst. Es ist ein Riesenmangelgefühl. Es ist so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Es ist, du versuchst immer, dich vom Außen aufzufüllen. Da ist ein Dritter, der hat etwas, was du willst, der will es dir aber nicht geben. Also bist du im Mangel und dann fängst du an zu leiden, weil du es dir selbst nicht geben kannst, weil du dich selbst nicht erfüllen kannst. Und das durfte ich auch für mich jetzt lernen, wieder in eine liebevolle Beziehung zu mir selbst zu kommen. Also nicht mal in eine Beziehung mit ihm, klar, auch später, aber jetzt erstmal ich. Also ich bin jetzt Priorität oben auf meinem Thron und jetzt geht mein neues Leben los und das ist das, was jetzt absolut Priorität hat und der Rest kommt. Und Wenn diese Sache mit der Liebe, die ist ja so spannend, oder? Weil wir wollen ja alle Liebe. Und es ist ja klar von dem Standpunkt aus, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht liebenswert sind, sind wir so leer, sind wir so im Mangel. Und deswegen ist ja diese Überzeugung so naheliegend, dass wenn ich jemanden finde, der mich liebt, dass dann das Problem gelöst ist. Und dann renne ich nach. Und dann renne ich nach. Und wenn ich jemanden finde, der mich liebt, ist das Problem tatsächlich gelöst. Nur diese Person, die ist kein anderer als ich selbst.
Diese Person ist kein anderer als ich selbst. Ich muss mich selber finden. Ich muss selber meine Liebe für mich, meine Anerkennung finden. Und das wird nicht geschehen, dass ich irgendjemanden im Außen dazu zwingen kann, mich so zu lieben, wie ich mich selber lieben möchte, wie ich Liebe wirklich haben will. Ich meine, das ist ja nochmal das Nächste. Irgend so eine Beziehung zu haben, damit man nicht alleine ist, das ist nicht das große Problem. Das ist nicht schwierig. Aber die Beziehung zu haben, die ich wirklich will, die ich glaube haben zu können, weil ich da mal einen treffe, einen, der mein Soulmate ist, der, was, wie heißt so schön, meine Dualseele ist oder was glaube ich denn noch alles, der mich so richtig tief runterzieht ins richtig tiefe Leiden, der erinnert mich daran, wie tiefe Liebe ich eigentlich bin. Weil ich bin es ja. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Und dann treffe ich einen und der löst in mir diese Sehnsucht nach dieser tiefen Liebe. Diese Vorstellung. Es ist ja wirklich auch nur diese Vorstellung, die dann aufflackert, die dann plötzlich Licht bekommt, die ich dann sehe. Ich kriege diese Vorstellung und ich denke diese Vorstellung von Liebe, von Liebesbeziehung, von Liebesgefühlen, von liebenden Liebeserlebnissen, weil durch ihn ich mir das erlaubt habe zu beleuchten, glaube ich, das hängt mit dem zusammen. Ich glaube, das ist wegen dem. Und damit ich das leben kann, brauche ich genau den. Und wenn ich nicht den haben kann, dann gibt es das ganze Szenario nicht. Richtig. Das glaube ich. Ja. Und dann renne ich, dann habe ich mein Drehbuch geschrieben und dann renne ich meinem Akteur nach und will ich den unter Vertrag setzen, dass er mit mir dieses Drehbuch durchspielt. Aber der Gag ist, ich habe vergessen, meine eigene Hauptrolle zu spielen, zu schreiben. Da stehe ich nämlich da. Und ich habe keine Hauptrolle. Und selbst wenn ich ihn dann fange und wenn ich ihn dann verpflichte, dann stehe ich da, verlange, dass er hier sein Skript abliefert, aber ich habe keins. Ich habe keins. Ich habe keine Rolle in meinem Spiel. Ich habe keine Rolle in meinem Spiel. Er hat seine Rolle, aber ich habe vergessen, mir eine zu geben. Und weil ich keine neue Rolle habe, die in dieses Liebesskript reinpasst, nehme ich halt die alte. Nehme ich die alte? Ungeliebt, abgelehnt, nicht respektiert, nicht gewollt, falsch, nicht gut genug. Genau. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das müsst ihr euch jetzt mal wirklich bildlich vorstellen. Da habe ich hier meinem Lover, meinem SP, die schönste Liebhaberrolle auf den Leib geschrieben und ich habe ihn sogar auf die Bühne gekriegt. Und dann komme ich an in meiner Rolle, ich bin nicht gut genug. So ist es wirklich. Und dann sagt er, boah, du bist so wunderbar, das ist so schön mit dir, ich habe so eine tolle Zeit. Und du reagierst so, als hätte er gesagt, aber das ist das letzte Mal, dass wir uns treffen und ich glaube, ich will sowieso nichts mehr mit dir zu tun haben. Und eigentlich gefällst du mir ja nicht wirklich. Ich muss mich gerade selber so amüsieren, weil es doch de facto so ist. Das ist auch So ist genau so. es. Genau so. Und dann ist er da, dann ist er parat und spielt seine Rolle nach Bravour. Und du spielst deine Rolle der Abgelehnten. Und deine Überzeugung ist aber, dass wenn du die Rolle der Abgelehnten spielst, dass er weiter in seiner Rolle bleiben kann. Das ist aber energetisch unmöglich. Weil es ja deine Rolle ist, es ist dein Spiel.
Und das wird nicht lange dauern. Und dann passt er sich an. Dann passt er sich an. Und dann bist du da und hast Liebeskummer. Und dann ist er ein riesengroßes Arschloch, obwohl er nur das gemacht hat, was du von ihm wolltest. Er seine Rolle der deinen anpasst. Fact ist es. Und wir haben jetzt schon mit vielen gesprochen, die da gefangen waren. Du kennst ja aus deiner Verzweiflungsreise im Dualseelenprozess, kennst du ja auch viele Frauen. Es war bei allen so, oder? Alle, ausnahmslos. Ausnahmslos. Und die Ratschläge, die dann halt die klassischen sind, zieh dich zurück. Ja, Na gut, dann ziehe ich mich zurück in mein kleines Kämmerlein und dann bleibe ich dort in der Energie der Frau, die nicht gewollt und nicht geliebt ist. Zieh dich lange genug zurück, er wird dich suchen. Und in deinem Kopf ist, er will nichts von mir. Und dann kommt er nicht. Dann kommt er nicht. Dann meldet er sich nicht. Weil logischerweise seine Rolle ja jetzt die ist von dem, der dir zeigen muss, dass du in einem zurückgezogenen Kämmerchen verrotten sollst. Einsam, allein und ungeliebt. Weil du das ja glaubst. Weil du das ja glaubst. Was sind denn noch so für tolle Taktiken, die man da ja, gesagt hat? etwas, was mir auch immer wieder gesagt worden ist, ist, dass ich in meine Heilung gehen muss, ich meine Traumata also heilen muss. Und wenn ich meine Heilung abgeschlossen habe, dass er dann in seinen Prozess kommt, dass er dann in seinen Schmerz kommt und dann seinen Prozess durchleben muss. Und für mich war das, erstens wollte ich nie, dass er in diesen Schmerz kommt, weil ich habe diesen Schmerz gekannt. Und zweitens war es für mich nicht logisch, wenn ich ein energetisches Wesen bin und alles ist Energie, dann muss dieser Shift ja auch sofort stattfinden und nicht, ich gehe erst, ich sage jetzt mal 20 Kilometer vor und dann fängt er erst an nachzukommen. Also das shiftet sich ja sofort und nicht erst Monat oder Jahre später. Das Es ist. shiftet sich sofort. Nur die Frage ist, bleibst du geschiftet? Das ist das große Problem. Wir bleiben einfach lange nicht geschiftet, weil wir halt dann immer wieder in diese alte Rolle zurückgehen und in die alten Überzeugungen, insbesondere wenn wir im Außen noch keine Veränderung sehen. Und dann shiften wir hin und her wie ein Kuhschwanz, aber im Außen bleibt alles gleich. Und dann denke ich, ich habe ja geschiftet, aber ich sehe nicht, dass ich wieder zurückgeschiftet habe. Aber ich schifte die ganze Zeit hin und her und dann bewegt sich nichts. Gar nichts. Weil ich mich nicht verändert habe, stabil, nicht die selbstbewusste Frau geworden bin, die geliebt, fröhlich, glücklich, gewollt und unterstützt ist bei all ihren Belangen, in all ihren Wünschen und Träumen. Und zwar von allen Menschen. Plus SP. Von allen Menschen und natürlich auch von ihm. Aber das muss ich erstmal in meinen Kopf reinkriegen und es muss erstmal meine Wahrheit sein. Und der Verstand macht da ganz, ganz üble Geschichten natürlich mit uns. Oh ja. Und wir müssen immer wieder dieses Prinzip verstehen. Und dass der andere dann den gleichen Prozess macht und so weiter und so fort, das ist die halbe Wahrheit. Was passiert denn bei Everyone is you pushed out? Was heißt es denn? Jeder, mein Gegenüber, ist genau das, was ich über ihn denke, was ich sehen kann, was ich sehe, was er für ein Mensch ist. Und was sehe ich, was er für mein Mensch ist? Die Rolle, die er mir spiegelt, die ich ihm unterbewusst gegeben habe. Er ist der Mensch, der mir zeigt, dass ich nicht gewollt bin. Er ist der Mensch, der mir zeigt, dass ich nicht geliebt bin, dass ich nicht selbstbewusst bin, dass ich nicht wert bin, dass ich nicht unterstützt bin. Er ist genau dieser Mensch, der mir das zeigt. Und erst dann, wenn ich in ihm einen anderen Menschen sehen kann, weil ich weiß, dass ich der andere Mensch bin, verändern sich die Dinge. Und dann muss ich dabei bleiben, dann muss ich bei meiner Meinung bleiben.
Und das ist das Schwierigste in diesem ganzen Prozess, mich selbst zu verändern und zu wissen, dass jede Veränderung sofort ist, dass mir jede Veränderung sofort zusteht, wenn sie aus meinem göttlichen Design, aus meinem göttlichen Divine Design Soul Blueprint entspricht, wo ich wirklich nur Liebe, Frieden, Freude, Begeisterung, Annahme, voll das Leben bin in Wahrheit. Und dann kann ich das sehen, festlegen, bevor ich sehe. So ist es. Ich kann es festlegen, bevor ich sehe. Und dann bin ich in meiner absoluten Power. Aber ich muss verstehen, wie diese Energetik funktioniert. Ich kann keine Sekunde davon ausgehen, dass da draußen irgendetwas, ein Wesen oder ein Mensch besteht, der reagiert aus eigenem freien Willen, weil er mir schaden will, weil er mich zurückweisen will. Es ist nur einzig und allein das, was ich ihm in die Schuhe schiebe, was ich über ihn sage, was er für ein Mensch ist. Und ich sage, dass er so ein Mensch ist, dass er mit mir zusammen dieses Spiel spielt. Mir immer wieder zu beweisen, zu zeigen, was ich glaube, was ich für ein Mensch bin. Dazu ist er da. Das ist sein Job. Und diesen Job macht er aus Liebe. Weil ich ja Liebe bin und außer Liebe gibt es auf dieser Welt in Wahrheit nichts, wenn wir nicht die ganze Scheiße glauben würden. Wenn wir die ganze Zeit wüssten, dass Liebe in Ordnung, Perfektion eigentlich das Geburtsrecht ist, das unser Blueprint ist, das in jedem ist und nie irgendwas anderes denken würden. Hätten wir hier den Himmel auf Erden. Aber nachdem das halt zum Spiel gehört, zu unserem Entwicklungsspiel, zu unserer Begeisterung tatsächlich, ja, um uns tatsächlich mit uns selber in Begeisterung zu bringen und mit diesem Leben in Begeisterung zu bringen, mit der energetischen Wirkweise dieses Lebens in Begeisterung zu bringen. Und wenn ich es dann mal verstanden habe, wenn ich es dann mal verstanden habe, das weiß ich auch noch, Miriam, wo du das wirklich verstanden hast und einfach gesagt, Scheiße, ich bin so frei. Ja, oh mein Gott, ja. Das war also an dem Tag, als ich gekündigt habe, ich bin nach Hause gekommen und ich war komplett ausgewechselt. Ich wusste, jetzt bin ich frei. Jetzt steht mir die ganze Welt zur Verfügung, also offen. Ich kann tun lassen, was ich will. Und das ist so unglaublich. Das kannst du nicht beschreiben, was für eine Erfüllung das ist, wenn du rausgehst und du weißt, ich bin frei. Ich bin einfach nur frei. Das ist unser höchstes Gut, das erstreben wir. Wir denken, wir sind frei wegen Geld oder durch Geld. Aber wir müssen erst frei sein. Weil Geld gibt uns nicht die Freiheit. Alles Geld der Welt wird uns niemals die Freiheit geben, wenn wir die Freiheit nicht in uns selber gefunden haben. In dem, was wir sind, in dem, dass wir die Energie sind, dass wir wirklich das Spiel, die Spielregeln vorgeben in unserem Leben. Diese Kraft, diese Selbstsicherheit, dieses Vertrauen in sich selber zu finden, dann kann ich alles, wenn ich keine Angst habe. Wenn ich keine Angst habe, kriege ich alles hin. Kriege ich alles hin. Dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass ich scheitern könnte. Aber solange ich noch so viele Ängste habe, weil sie noch nicht aufgeklärt sind. Weil ich tatsächlich noch glaube an ein Monster, das mir nachrennen könnte, dass ich dann Flucht machen muss oder wenn ich immer noch glaube, ich müsste gegen Angriffe und Monster kämpfen oder ich müsste mich verstecken und freezen. Solange ich das halt immer noch glaube, bin ich doch nicht frei. Nein. Also Angst ist definitiv eines der schlimmsten Gefängnisse und ich hatte viele Ängste und bei mir zeigen sich auch noch Ängste. Also es ist ja jetzt nicht, dass ich Die jetzt. kommen immer wieder, aber das Wichtige ist ja, ich habe auch immer wieder Ängste, aber das Wichtige ist ja, dass ich ein Management habe.
dass ich ein sind. anderes Management habe, wie wegzurennen, wie zu kämpfen oder wie zu freezen. Weil diese drei Managements, die habe ich gelernt, aber die bringen nichts. Und wenn mal Angst kommt, dann ist es kein Gefängnis mehr. Das Nee, ist. weil ich habe ein Management, ich bin deswegen nicht eingesperrt, ich bin weder frozen, noch muss ich kämpfen. In einem ewigen Kampf bin ich nicht gefangen und ich muss auch nicht die ganze Zeit irgendwo wegrennen, sondern ich kann zur Ruhe kommen und kann dann transformieren. Und das ist ja auch das, was wir uns so sehr wünschen, wenn wir so im Stress sind. Im Fight, im Flight, im irgendwo alles managen, da draußen machen, tun, dass wir uns nur in Ruhe sehnen. Deswegen wollen wir Ruhe. Deswegen rauchen wir, damit wir dieses Raucherpäuschen haben, damit wir kurz runterfahren können. Deswegen glotzen wir Fernsehen, damit wir uns nicht mit unserem Scheiß Hirn verabreden müssen, dass uns nur Angst einjagt. Deswegen machen wir all diese Sachen. Und dann haben wir keine Kapazität mehr, unser Oberstübchen dafür einzusetzen, was es denken soll, weil es voll ist. Voll. Da muss ich erstmal Platz schaffen. Da muss ich Zeit nehmen mir. Raum nehmen, Ruhe nehmen und nicht auf einen Retreat gehen oder so, kurzfristig mal. Da muss ich mir ein paar Monate Zeit nehmen. Da brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Und das ist das, was viele sich nicht nehmen. Warum hast du dir so lange keine Zeit für dich genommen? Ich dachte, ich kriege das auch so hin. Also, ja, ich schaffe das schon. Ich bin die Starke und ich habe bis jetzt noch immer alles hingekriegt und ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme ganz alleine klar. Und dann habe ich mich durchs Leben geschleppt, bis ich ja, zusammengebrochen bin, bis gar nichts mehr gegangen ist. Naja, und dann hast du dir noch Hilfe genommen, die dir gar nicht geholfen hat. Das ist natürlich auch was, was ganz vielen passiert, ja. Die dann endlich sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, ich bin am Arsch, ich gebe es mir zu. Und dann kriegen sie einfach Hilfe, die gar nicht wirklich Hilfe ist. Nein. Die wirklich nicht Hilfe ist. Und warum ist die Hilfe, die dann meistens angenommen wird, die Hilfe, die nicht wirklich hilft, weil die wenigsten wirklich verstehen, wie es wirklich läuft hier im Leben. Nicht, weil sie böse sind oder weil sie schlecht sind oder weil sie schlechte Berater, Coaches, Mentoren oder Therapeuten sind, weil sie es nicht besser wissen, tatsächlich. Es ist so, keiner will dir böse, jeder will dir helfen. Aber die Sache ist die, solange ich hier aus meinem menschlichen Denken heraus von Dr. Joe Dispenza sagt es ja schon schön, Materie zu Materie beeinflussen möchte, bin ich auf verlorenem Posten. Das geht nicht. Hier geht es nur über Mind over Matter. Mind ist Gedankenvorstellungskraft, wie Neville Goddard sagt, außerhalb der Materie. Da liegt die Power. Und solange ich versuche, hier über Materie mein Leben zu managen und zu regulieren, bin ich kraftlos. Bin ich eben ausgeliefert. Bin ich kaputt, kann ich nicht mehr. Ich muss in meine Kraft kommen, aber die finde ich nicht in diesem Leben da draußen. Wo ist die Power, Miriam? Wo ist die wahre Power? In mir. Ich bin die Power. Ich bin ja alles. Es ist alles in mir. Ich brauche gar nicht im Außen mehr suchen. Also ich merke, sobald ich irgendwie nach außen gehen will, um mir irgendwas zu holen, sage ich sofort, stopp, nein, es ist alles in dir. Geh da rein und dann guckst du, was da ist. Und da ist so viel Fülle. Und dann brauche ich im Außen gar nichts mehr.
Das. Aber das ist zuerst mal, es ist ein Mindset und es ist aber nicht ein Denkset, Mindset, sondern es ist ein Wissen, eine Überzeugung, eine wirkliche Grundüberzeugung, die ich verstehen muss mit meinem Kopf, dass da ein göttlich designtes Soulprint in mir angelegt ist. Und dass es überdeckt ist mit Überzeugungen, die nicht davon ausgehen, dass ich in Ordnung bin, dass alles möglich ist, die nicht davon ausgehen, dass ich so kraftvoll bin. Das ist in mir angelegt. Und solange ich diese Lüge glaube, werde ich leiden. Fact ist es. Werde ich leiden an zu wenig. Weil zu wenig ist das Leid. Das Leid ist nur zu wenig. Ich kann nicht. Ich leide, weil zu wenig ist. Zu wenig Gesundheit, zu wenig Freude, zu wenig Vitalität, zu wenig Power, zu wenig Liebe, zu wenig Annahme, zu wenig Verständnis, zu wenig Rückhalt, zu wenig Support. Und wenn ich Madame zu wenig bin, und da reicht es übrigens, nur in einem winzigen, winzigen Bereich Madame zu wenig zu sein, macht mich das zu Madame zu wenig. Überlegt es mal, wenn ihr zuhört. Wo glaubt ihr, habt ihr noch zu wenig? Wo ist da noch zu wenig für euch? Ich glaube, die meisten sagen, zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig Zeit. Ja, dann schön, wer nimmt dir denn die Zeit? Wer nimmt dir denn deine ganze Zeit weg? Warum hast du zu wenig Zeit? Das ist eine tolle Frage. Warum? Wem hast du die Erlaubnis gegeben für deine Zeit? Wer bestimmt über deine Zeit? Wer darf deine Zeit einteilen? Wer ist der Chef von deiner Zeit? Ha! Crazy shit, was wir hier machen. Wir sind uns nicht mal bewusst darüber, dass wir nicht mal mehr über unsere eigene Zeit entscheiden können. Das ist heftig. Da fängt es aber an. Zu wenig Zeit hat jeder. Aber in Wahrheit hat nicht jeder zu wenig Zeit. Ihr habt eure Zeit verkauft. Ihr habt euch verkauft. Für was verkaufen wir uns? Für Geld, für Sicherheit und für Liebe. Und dann sind wir verraten und verkauft. Verraten und verkauft. Dann haben wir nichts mehr. Wenn wir keine Zeit haben, dann haben wir keine Lebenszeit. Und wenn wir keine Lebenszeit haben, ja, was ist dann? Dann funktionierst du nur noch, wenn du keine Lebenszeit Du hast, bist dann eine hättest du Maschine. keinen, ja. Ganz genau. Und dann wunderst du dich, warum du keine Zeit mehr hast. Ja, da steht jetzt ja genau, falsche Verstandeshilfe macht es dann auch noch schlimmer. Klassische Psychotherapie, zu wenig Kraft, zu wenig Luft. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Und deswegen machen wir das hier. Deswegen ist es so, so wichtig, dass dieser Weg aufgezeigt wird, der gegangen werden muss. Ich sage tatsächlich muss. Ich sage nicht gegangen werden kann. Der Weg muss gegangen werden. Egal, was du möchtest. Es ist bei dir, mit dir, in dir, für dich, durch dich, ohne dich. Gibt's gar nichts. Überleg dir das mal. Schalt mal dein Lichtlein aus. Mach deine Augen zu, schalt dein Licht aus. Was ist jetzt da noch da? Was ist da? Draußen siehst du nichts mehr. Deine Augen sind zu, deine Ohren sind zu. Da ist noch so viel, da bist du da drinne. Boah, da bist du da drinne, da bist du. Und wenn du nicht da bist, dann siehst du nicht die Welt. Dann erfährst du nichts, was da läuft. Da ist nichts, wenn du nicht mehr da bist. Du bist alles. Es ist eigentlich so leicht wahrzunehmen, dass wenn ich nicht hier bin, dass hier nichts ist.
Da ist nichts. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich woanders bin, dann bin ich woanders, dann bin ich nicht hier. Und viele kennen das wahrscheinlich, die regen sich oft, oftmals regt man sich doch darüber auf, dass irgendwie der Partner abwesend hat, dass der Partner abwesend ist. Ja, der Partner ist nicht da, der ist abwesend, der hört mir nicht zu, der ist nicht aufmerksam. Der soll anwesend sein, wenn du nicht da bist. Wenn du nicht bei dir bist, soll der bei dir sein. Was soll denn da alleine bei dir, wenn du nicht da bist? Geht doch so vielen so. Die fühlen sich alleine und einsam, weil sie nicht bei sich sind. Und dann soll jemand anders kommen in diese Leere oder was? Ich bin woanders. Ich bin nicht da. Ich bin nicht bei mir. Ich bin keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin bei der Arbeit. Ich bin bei der Einsamkeit. Ich bin bei der Krankheit. Ich bin bei der Ungeliebtheit. Und da soll einer kommen? Da kommt niemand. Da kommt niemand. Wenn du nicht kommst zu dir, kommst du nicht. Kommt keiner. Ja, und jetzt wollten wir noch was zum Dualseelenprozess sagen. Ja, weil das nämlich dieser klassische Ausdruck ist. Miriam, du bist da bewanderter. Erzähl mal diese klassische Ansicht nochmal vom Dualseelenprozess. Ja, die ganz klassische Ansicht vom Dualseelenprozess ist ja dann schon mal die Begriffe Loslasser und Gefühlsklärer. Und dass der Loslasser der Herzmensch ist, der liebende Mensch ist, der die Verletzungen hat und der dann herzoffen sein soll. Und der Gefühlsklärer ist der, der ganz distanziert ist, der so eine Mauer aufgebaut hat und immer wieder in den Rückzug geht. Das heißt, sobald du dich dann bei ihm meldest, dann weiß er wieder, dass du da bist und dann ist er sich wieder sicher. Und es reicht ihm dann schon wieder aus, um sich zurückzuziehen und sein Leben weiterleben zu Also es gibt können. so Persönlichkeiten, Personalities und Dualseelen. Ja? Und wenn man das jetzt einfach mal korrigiert, dann sind das ja eigentlich alles die Personalities, die ich habe. Das sind meine Personalities. Das mache ich, ja, was du alles gerade gesagt hast. Das mache ich. Ich ziehe mich wieder zurück. Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und ich werde ja nur gespiegelt. Und das ist ja das Coole, wenn ich das mal begriffen habe, dass da meine liebste Dualseele, nämlich mein Dualspiegel ist. Das ist mein Spiegel, das ist nur mein Spiegel, der macht genau das, was ich auch mache. Der zeigt mir meine Muster, der zeigt mir meine Ängste, der zeigt mir meine Verhaltensweisen. Und das ist die bitterste Pille, kann ich euch sagen, die es zu schlucken gibt. Wenn ich da draußen wirklich jemanden habe, den ich ja scheinbar liebe, so wie ich liebe mich ja scheinbar auch selber, der verhält sich aber wie ein verdammtes Arschloch. Und dann muss ich die Pille schlucken und sagen, ich verhalte mich mir gegenüber aber auch wie ein verdammtes Arschloch. Ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich bin überhaupt nicht zuverlässig. Ich bin nicht stabil. Ich bin die ganze Zeit wankelmütig. Ich ziehe mich zurück. Ich habe Schiss. Halleluja. Was für eine bittere Pille das zu schlucken ist. Und zu sagen, das, was ich in dir sehe, das bin ich. Das bin ich. Und zwar in meiner beschissensten Version. Und deswegen ist es auch so geil, ja, wenn es so viele Dualseelentypen sozusagen gibt, sagt es mir ja auch, dass es ganz viele Typen von mir gibt, je nachdem, nach Lebenslage reagiere ich ja anders. Je nachdem, nach Angstfaktor, je nach Trigger. Aber ich bin alle. Ich bin jede einzelne verdammte zur Dualseelenfigur. Das ist ja fast schon wie in der Bibel. Da sind ja auch irgendwie der Judas, der Lügner und was weiß ich nicht, was alles. Das sind ja alles auch psychologische Typen, die dort beschrieben werden. Und anzuerkennen, dass ich jeder bin, dass ich jeder bin. Ich bin jeder. Okay.
dann muss ich anerkennen, dass ich trotzdem Liebe bin mit all diesen psychologischen Typen, die ich da ausleben kann, je nachdem, was, worauf ich reagiere im Außen. Meine Dualseele, Dualseelenprozess, oh mein Gott, wir hatten ja so viele auch in unserer Community, wir sind Divine Design Community, die diesen Dualseelenprozess auch so lange, jahrelang, viele, viele Jahre lang durchgemacht haben. Ja? Da sind die mal eingestiegen, sind eingecheckt, haben sich wiedergefunden. Oh Gott. Haben sich dort wiedergefunden. Ja, das ist ja bei mir auch so, das ist bei mir auch so, yeah, tick, 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 ich stecke im Dualseelenprozess, ich fühle mich ganz genauso. Unser Leben ist ein Dualseelenprozess. Jeder Mensch, der uns begegnet, ist unser Spiegel. That's the point. Und dann finde ich mich dann wieder und ich beiß mir an mir selber die Zähne aus. Das ist echt heftig, Leute. Das ist wirklich, wirklich heftig. Das muss verstanden werden. Und wenn ihr da wirklich im Dualseelenprozess drin seid, kann ich euch nur sagen, wendet euch an die Miriam und geht da raus. Ich meine, das ist verschwendete Lebenszeit, verdammt nochmal. Das ist Horror. Ja. Wenn du begreifst, was dir dein Gegenüber sagt, wenn du das in dir findest, in dir transformierst, dann transformiert sich das für alle Gegenüber. Das funktioniert, aber das dauert nicht jahrelang. Nein. Gottes Himmels Willen. Wirklich, wenn du im Dualseelenprozess steckst, melde dich bitte bei der Miriam. Okay? Wie viele Jahre Meldet uns, ja. hast du da drinne? Bitte? Wie viele Jahre hat es bei dir gedauert? Wie viele Jahre deines Lebens hat es gefressen? Fast 7. Und die andere war, glaube ich, 8 Jahre, die ich da noch in Erinnerung hatte, die Ja. auch in der Community war. Die war 8 Jahre. Leute, das ist Lebenszeit. Ohne Witz. Ja. Und da gibt es ja nicht wenige, die stecken schon 15, 20, 25 Jahre da drin ohne Resultat. Also. Oder dann stecken sie im Narzissmus-Beziehungs-Eiertanz, ja. Das Kaputt gehört schon. auch dazu. Das ist genau die gleiche Scheiße, Leute. Genau die gleiche Scheiße. Alle, die da draußen, die was mit Narzissten zu tun haben, bitte melden. Bitte melden. Das ist die Duplizierung unserer narzisstischen Konditionierung. That's it. Mehr ist da nicht. Wenn du dich änderst, ändert sich dein Narzisst. Tatsächlich. Tatsächlich! Weil es keinen verdammten Narzisst gibt. Wenn wir aufhören, Narzissten zu sehen und zu machen und zu tun. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Egal, was du willst. Egal, womit du gebeutelt bist. Es ist egal, was dein Schmerz ist. Wir haben eine Lösung. Wir haben die Lösung. Wir haben tatsächlich die Lösung. Und die Lösung ist, komm zu dir zurück in dein Divine Design Soul Blueprint. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Und innerhalb von 3 Monaten wirst du dich gelöst, erlöst und befreit finden, fühlen. Tatsächlich. Innerhalb von 3 Monaten, das können wir dir versprechen. Ja. Wir starten mit diesem Masterprogramm zum Divine Design Soul Blueprint am 1. Mai. Du kannst dich jederzeit anmelden, dann kannst du schon anfangen zu arbeiten, dann kriegst du schon Ressourcen. Es ist alles da für dich. Du kannst dich bei der Miriam melden. Wenn du Fragen hast, sie ist da für dich. Schreib, was dein Anliegen ist. Was kann ich noch dazu sagen? Sag du noch was, Miriam? Also es ist wirklich eine unglaubliche Power. Das ist etwas, das wirst du so bald nicht mehr so erleben wie das, was wir jetzt anbieten. Das ist
wirklich von einer Kraft, von einer Energie, die so wertvoll ist. Also sei es dir wirklich wert, wenn du wirklich in diesen Schmerzen drin hängst. Und Patricia und ich, wir kennen diese Schmerzen, wir sind da durchgegangen. Jeden einzelnen Stein haben wir umgedreht, jeden einzelnen Sackgasse sind wir gelaufen. Wir kennen die Stolpersteine und es geht so schnell. Ich war, wie vorhin schon erwähnt, im August im vollkommenen Burnout und ich war nach 2 Monaten daraus. Es geht so schnell. Und auch wenn du denkst, du bist noch in diesem Dualseelenprozess, in 2 Monaten, 3 Monaten kriegen wir das echt gedreht. Und dann bist du durch damit. Und dann geht es dir viel, viel, viel besser. Und ich weiß, wie es ist, 7 Jahre da drin zu hängen, in diesem Schmerz, in dieser Sehnsucht, in diesem Liebeskummer. Das ist teilweise nicht auszuhalten. Du willst auch in Momenten überhaupt gar nicht mehr da sein. Und ja, wir drehen das alles in super, super schnelle High Speed, ja. Und nütze die Chance, also der Miriam zu schreiben und sie zu fragen. Und du siehst, hier wird nichts verdeckt, hier wird nichts verschönt. Es ist eine Arbeit, es ist eine Transformation. Ich meine, es ist ein kleiner Tod. Deine Personality, die so gequält und so gelitten hat, die wird sterben. Aber dafür hast du eine neue. Du hast deine Divine Design Soul Blueprint Personality und die schmückst du aus. Da wird dein Leben schön. Da ist alles für dich möglich, wirklich alles. Alles, was du dir in deinen kühnsten Träumen nur vorstellst. Und wenn du ehrlich bist, es ist schön, den SP an deiner Seite zu haben. Es ist schön, das Bankkonto voll Geld zu haben. Aber es ist noch viel schöner, ein wunderbares Verhältnis mit sich selber zu haben, Liebe zu spüren, Liebe fürs Leben, Liebe für die Menschheit, sich nicht zurückziehen wollen, sondern wirklich da zu sein, voll im Leben zu stehen, das Leben zu erfüllen und zu erleben. Das ist doch schön. Darum geht es. Und das machst du alles mit dir. Und das willst du. Dieses komplette Package. Und es ist für dich da. Es ist wirklich für jeden da. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, gut erklärt, wenn man dann ehrlichen Herzens auf eure Weise mit sich klärt, dann wandelt sich die Beziehung ins Gute. Ja, nicht nur die Beziehung, sondern dein ganzes verdammtes Leben wandelt sich ins Gute. Da, alles wandelt sich ins Gute. Alles. Jede Beziehung. Nicht nur die Beziehung, sondern wirklich jede Beziehung wandelt sich. Du kommst in so einen Frieden, du hast keinen Streit mehr, du hast keinen Stress mehr. Du bist nicht mehr nachtragend, du musst nicht mehr wütend sein. Das hast du vorher hier geschrieben. Kann es sein, dass man im wahrsten Sinne des Wortes erstmal einiges auskotzen muss, um wieder mehr Luft zu bekommen? Hast du das schon mal erlebt? Ja. Aber das ist eben dieses Gefangensein, ja, das ist gefangen in dir, dieser Schmerz, dieses Leiden, das macht so wütend, das muss man auskotzen, weil man sich das selber angetan hat, weil man sich selber nicht beschützt hat, weil man selber nicht für sich da war, weil man sich selber nicht geliebt hat, so wie man gerne geliebt worden wäre. Und ich meine, wir wissen es alle, wir haben als Kinder in den allerseltensten Fällen all das bekommen. Aber der Punkt ist, ich muss hier kein inneres Kind heilen, sondern ich muss jetzt erwachsen werden. Ich muss erwachsen werden. Ich muss mich um mich selber kümmern wie eine Erwachsene und nicht mich um mich selber kümmern wie eine mit einem unheilen Sil mit einem nicht heilen, ungeheilten inneren Kind, sondern ich muss mein Divine Design Soul Blueprint aktivieren und erkennen. Und das ist sau erwachsen, das ist sau stark, das ist sau gut, das ist perfekt. Das hat nichts mit Kind zu tun, das ist die Power der Welt, ist in mir drinne. Hallo, liebe Patricia, wie kann man es das schaffen, dass mein Ex-Freund mich nur 1,5 Jahren entblockieren und auch den ersten Schritt wagen? Ich wurde sehr verletzt. Ja, du musst den ersten Schritt für dich wagen, du musst dich entblockieren. Ja, du musst nicht auf jemand anders warten. Du musst raus aus der Warteschleife. Du musst das in dir finden, deine Kraft, deine Power, deine Liebe, deine Unterstützung, deinen Rückhalt. Du musst erkennen, dass es niemals nicht um die anderen geht, sondern es geht
du zuerst, es geht nur um dich. Und du wartest auf dich, seit anderthalb Jahren wartest du auf dich, wartest du darauf, dass du dich selber liebst, dass du dich selber siehst, dass du dich selber anerkennst, dass du erkennst, wo du dich blockierst durch deine Ängste, durch deine Abhängigkeiten. Das ist das Problem. Und dann ist der Typ auch entblockiert und alles fließt. Das ist kein Thema. Aber du musst die Lady sein, die nicht blockiert ist. Du musst die Lady sein, die nicht blockiert wird. Du musst die Lady sein, die niemand blockieren kann, die niemand aufhalten kann, die niemand unterdrücken kann. Und darum geht's. Und dann zeigt sich das im Außen alles. Ja, das hilft. Meine innere divine Stimme sagt das und ich traue es, mich nicht zu tun. Das ist dieses Problem. Aber es kann ja nichts passieren. Es kann nur gut werden. Es kann absolut nichts passieren. Das ist es ja. Deswegen versuchen wir ja hier auch diesen Raum aufzustellen, dass du weißt, du kannst dich darauf verlassen. Und solange du dich noch nicht selber auf dich verlassen kannst, kannst du dich zumindest mal auf mich, auf uns verlassen, dass wir da sind und dass du gehalten, geführt und getragen wirst zu dir. Ja, zu dir. Und zu deiner Sicherheit und zu deiner Stabilität, da wo du hingehörst, da wo die Wahrheit ist, die du suchst, deine Liebe, deine Sicherheit, die ist da drinne. Ich bete jeden Tag zu Gott für Liebe und Vergebung. Ja, aber du bist doch Gott. Bete doch zu dir, bitte dich doch um Liebe und Vergebung. Bitte doch du, dass du diesen Schmerz vergibst, den du dir selber angetan hast. Vergebe dir diesen Schmerz. Sehe und erkenne, wo dieser Schmerz herkommt, als falschen Überzeugungen, aus einer falschen Identität, weil du glaubtest, du bist schmerzhaft, du bist so falsch. Und wenn du später dazugekommen bist, schau bitte das Video, dieses Live von Anfang an an. Du bittest zu dir, du bittest dich, du schreist nachts, genauso wie ich damals in meiner Geschichte und gesagt habe, bitte, bitte verzeih mir, bitte vergib mir meine Sünden. Ich habe zu mir selber gerufen. Hör auf, mich zu geißeln. Hör auf, mich so schlecht zu sehen. Ich muss aufhören, auf mich selber einzuprügeln, wie die Miriam gesagt hat, aufhören, so hart zu sein zu mir und zu anderen. Du schreist zu dir. Alles, was du von deinem SP möchtest, alles, was du von anderen Menschen möchtest, alles, was du von Gott möchtest, ist in dir. Das darfst du dir geben. Du darfst dich ermächtigen, für dich da zu sein, jetzt für dich da zu sein. Das ist das Ding. Und hier nochmal Ostern, ja? Ostern, heute ist Auferstehung. Jesus Christus. Jesus ist der Mensch im Divine Design. Der war ein Mensch, der hat kapiert, dass Christus, und ich nenne es, weil ich eben aus der Bibel raus will, weil mir sonst keiner zuhört, nenne ich es Divine Design Soul Blueprint. Und Jesus hat es kapiert, dass er das in sich trägt, diese Kraft und diese Power, dass es seins ist. Und die Leute haben ihn geächtet und gekreuzigt dafür, weil sie eben diese Power in sich selber nicht sehen konnten. Und die Leute waren eben, wie ich auch vorher erzählt habe, einfach nur diese Personalities, die eigenen Personalities, die ihn dann quasi umgebracht haben und die er dann mit umgebracht hat, indem er sich gekreuzigt hat und gesagt hat, fucking hell, ich sterbe jetzt. All diese Persönlichkeiten sterben mit mir und ich werde wieder auferstehen in meinem Divine Design, in meinem Divine Design Soulprint, in diese Personality, die ich dann wirklich bin. So ist die Geschichte wirklich. Verstanden? So geht's. Und es ist dieses Prinzip. Diese Sachen, wir müssen sie durchschauen. Sie sind schlecht gemacht worden. Uns ist die Power weggemacht worden. Uns sind Geschichten erzählt worden. Wir haben selber Geschichten geglaubt. Ja, das ist das Ding. Leute, ihr müsst die Wahrheit verstehen. Ihr müsst verstehen, wie das läuft. Ihr müsst verstehen, wie wir sind als energetische Wesen. Wenn wir nicht in Form sind, wenn wir nicht im Körper sind, wenn wir Energy sind und uns die. Und die Energy, die wir haben, die sind unsere Gedanken. Da fängt's an.
Alles ist da drinne, alles im Köpfelein, alles im Denken. Jeder einzelne Gedanke ist Energie, Information. Die Information geht raus und kreiert. Du bist ein Arschloch, du hast mich verletzt. Alrighty, ich bin ein Arschloch und ich verletze dich und ich habe dich verletzt und ich werde dich immer verletzen. Super, so geht Kreation. Ja, aber ich kann auch nicht einfach sagen, er ist ein lieber Mensch. Ja, doch. Er war ja ein lieber Mensch, bevor du ihn zum schlechten Mensch gemacht hast. Es ist komplex. Deswegen brauchen wir 3 Monate. Deswegen brauchen wir 3 Monate. Sehr, sehr gut. Also, wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bis zum 1. Mai, da starten wir. Es wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn du früher beginnst, weil dann hast du nämlich schon früher Zeit, dann hast du schon früher Transformation, dann hast du schon früher Support. Egal, wo dein Leiden ist, was dich gerade so, so quält, was dich gerade so klein macht, was dich gerade so runter macht, was dich gerade so unglücklich macht, schreibe uns, schreib der Miriam und dann schauen wir, ob du uns vertrauen kannst, weil das ist das Allerwichtigste. Wenn du in diesem Prozess nicht vertraust, wenn du nicht vertraust dir, wenn du dir nicht vertraust, dass du uns vertrauen kannst, dass wir dir zeigen, wie du dir selber vertrauen kannst, dann wird es nicht gehen. Aber irgendwo brauchen wir das Vertrauen. So, ihr Lieben, dann kommen wir mal zu Ende mit diesem Live. Es ist geil, das Leben ist schön. Es kommt noch so viel. Und wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Wir sind da. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schön, dass ihr mit uns Ostern gefeiert habt. Bis dann.